Ich glaube aber nicht, dass das reicht, um hier diesen vielleicht nochmal in Gefängnis zu bringen. Aber das sage ich, das ist Bescheid. Und macht eben eine wunderbare Unstoppable Boss direkt in die Botlane. Der Fight wieder so nach Shiro ist zur Stelle. Das heißt, man dreht das Ganze frühzeitig wieder rum. Riku holt sich auch noch den nächsten Kill und Lorufatz wird hier nicht mehr wegkommen. Der Stein bewegt sich langsam und zunehmend der Auto-Attack von Shiro fällt noch durch. Götting selber ist hier gerade sehr aggressiv, er kommt noch mit der Arrow nach vorne, macht aber kein Follow-up. Ultimate wird hier gezogen auf allen Seiten, aber du hast halt nichts, was du machen kannst. Du hast keinen Schaden, Lorufatz. Wird nochmal von Chase abgegeben. Jetzt kommt hier von der Seite nochmal der Critical Damage. Shiro muss laufen, Fläschchen zur Seite von Riku und wird damit nochmal das Zayn abholen. Und das sind halt... Okay, das ist eine Maschine. So, jetzt geht Shadeslaut äußerst aggressiv rein. Dreimal ein Onslaught auf Shadeslaut ist auf jeden Fall sehr, sehr gut von ihm gemacht. Aber die Meister erhöht auf The Shy ist eventuell nicht ganz richtig. Der hat auf jeden Fall immer noch Goldrecker mit seiner Ultimate zu füllen und das heilt ihn. Das sehen wir da kurz an. Aber jetzt ist Timon da und damit dreht sich dieser Teamfight komplett rum. Ja, das sieht aber gar nicht gut aus für Göttingen. Jetzt muss man aufpassen, es ist eventuell der letzte Fight, die letzte Situation. Und da versucht Riku einfach genau das zu machen, was er vorher auch geschafft hat. Und Shiro macht auch das, was er die ganze Zeit macht. Man chased jetzt hier nochmal kurz an hier für Suki. Lorufatz lebt auch immer noch, aber ich glaube, das ist fast Zeitverschwendung. Geht einfach in die Mitte, pusht das Ganze runter. Ich glaube, das ist das Game. Das heißt, diese Investition geht erneut tief. Jetzt muss Jacken aufpassen. Wunderbarer Flashbush, Pulverize Engage hier von Sansa. Kleine 7 kann weiterhin in der Backline arbeiten. Aber das sieht bis jetzt auf jeden Fall deutlich besser aus hier für die Düsseldorf. Das heißt, sie kommen nochmal mit dem W an Nioran und das heißt zwei kurze, knackige Kills für sie und sie verlieren gar nichts. Und Sansa, du hast kein Mana mehr für Q, das ist nicht optimal. Sansa muss sich selber aufpassen, es war nicht den Löffel abgibt, Jason. Von der Seite ohne Ultimate kann wenig machen. Sansa down und jetzt der Re-Engage. Und der sieht katastrophal aus. Aber wollen wir fighten? Da ist jetzt Sansa wieder dreimal. Erstmal Pulverize-Kombo und auch Temptation. Platzt einfach mal in der ersten, dritten Sekunde. Das ist der entscheidende Down. Kann wegessen. Die ganze Zeit hier in der Backline Druck machen. Springt er auch nochmal mit dem Killer-Instinct rüber. Was war das für eine nice Aktion hier? Aber Gray, der hat einfach diese massiv starke Speere und der sollte Temptation dort abholen können. Das heißt, der nächste Spell ist erwartet eben nur noch für den Flash, damit er dann gleich wieder zum nächsten Schlag ansetzen kann. Aber jetzt kommt auch natürlich direkt diese Raffin. Aber was für ein Unstoppable Force von Mafuni. Du bist einfach ein absoluter Gott. Dome ist damit aber auch hier in der Backline. Jetzt muss man aber weiter aufmachen, was Coily machen kann. Healing Reduction ist auf jeden Fall für Ray am Start. Das heißt, der nächste Speer sitzt. Und jetzt geht Jobart hier nochmal kurz auf sein. Kleine 7 kann da aber noch Jobart abholen. Währenddessen sagt sich Mr. Stein, aber einfach, es hat sich ausgesteint. Und Pavoni alleine hatte keine Chance. Hexer Revision geht raus. Man flasht, wird aber nochmal gestunt und eventuell gekillt. Das heißt, Messrum allerdings rettet ihn. Aber jetzt kommt Temptation und er hat ihm das Cyclone zur Verfügung und Ray hat da überhaupt gar keine Möglichkeit, noch etwas zu machen. Goldranger wird benutzt, dann kleine 7 ist jetzt natürlich auch weiterhin in der Backline aktiv. Bombshot kommt durch